Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Train Sim World. Diesmal auf der Route der Main-Spessart-Bahn. Heute machen wir die Tutorials bzw. die Trainings, die restlichen drei. Und beim nächsten Mal geht es dann an den Sonntagsschaltkreis. Genau. Die Trainings, Gott, dass man da nicht so einfach zurück kann. Die Trainings werden, ja gut, also ne, Trainings sind halt die Trainings, die Einführung und ab der nächsten Folge auf der Main-Spessart-Bahn geht es dann wieder an, wie heißt das noch gleich, mit Zugsicherheitssystem geht es dann da natürlich weiter. Aber jetzt lernen wir erstmal, wie man eine BR 185.2 anfährt und wieder zum Halten bringt, auch wenn wir es ja eigentlich schon wissen und kennen und so weiter, aber ja, ne? Tun wir mal einfach so, als ob wir es noch nicht kennen. Bin mal gespannt, ob jetzt auch vorgelesen, ob was gesagt wird oder nicht, oder ob wir selber wieder reden müssen, weil es. Willkommen in dieser Elektrolokomotive Okay. BR 185.2 in DB Rallyen-Lackierung. In dieser kurzen Einführung werden wir über die Start- und Stopp-Prozeduren sprechen. Dieser Steigen Sie ein, damit wir anfangen können. random Nebeldrop, nennen wir es mal so. Das ist irgendwie die Animation vom Nebel ist teilweise echt richtig awkward. Die Batterie schaltet das Hauptpult ein und lässt sie damit interagieren. Das und das. Zack. So, Batterie. Achso, für 5 Sekunden dabei was. Gut, mit der. Ich glaube, die BR Diese 185. Lokomotive bezieht mittels eines Kontaktarms, der auf dem Dach angebracht ist, ihren Strom über die elektrische Oberleitung. Damit das funktioniert, müssen wir den Stromabnehmer einrichten und dann anheben. Stellen Sie den Stromabnehmer wähle auf automatisch. Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Was für ein Wunder. Ich dachte, wir werden hier rumlaufen. Um die Lokomotive zum Laufen zu bringen, müssen Sie den Hauptschalter nutzen. Ich glaube, die BR 185.2 haben wir ja auch bei. Die Spitzensignale erfüllen einen wichtigen Zweck. Sie machen andere in der Nähe darauf aufmerksam, dass eine Lokomotive in Betrieb ist. Was ist, glaube ich? Haben wir selbstverständlich halt auch schon bei. Oh, ich sage es einfach mal selbstverständlich. Haben wir natürlich auch auf der Ruhr-Sieg-Nord-Route. Spitzensignale und Signallichter auf normal. Nicht auf hell, sondern auf normal. Okay. Aktivieren Sie jetzt den Stromabnehmer, damit er sich anhebt und mit der Oberleitung in Kontakt kommt. Die Lokomotive ist nun bereit, angetrieben zu werden. Dies wird über den Haupttrennschalter geregelt. Wenn das Fahrzeug längere Zeit stillsteht oder Sie den Führerstand verlassen, wird die Parkbremse betätigt. Wir müssen sie erst lösen, bevor wir weiterfahren können. Das macht Sinn. Nutzen Sie den Hauptschalter, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Wir wollen vorwärts, offenbar. Die Zugbremse wird für den normalen Streckenbetrieb genutzt. Okay. Aufgrund der Größe und des Gewichts dieses Zuges sollte etwas Traktion genutzt werden, um die anfängliche Reibung zu überwinden und zu verhindern, dass die Elektrosysteme überlastet werden. Ich verstehe. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Ich glaube, es wurde bisher noch nicht erzielt. Ich kann mich aber auch täuschen. Wobei es beim S-Bahn-Betrieb ja eher weniger so ist, glaube ich. Also für diese kurzen. Jetzt, wo wir in Fahrt sind, können wir die Leistung erhöhen und uns darauf konzentrieren, die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen.
die gewünschte Geschwindigkeit jetzt die 40 Kilometer pro Stunde oder wie muss ich das verstehen? Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. Läuft. Also mit dem Nebel. Oh Gott, das bei dem Nebel wieder so spawnt, sage ich jetzt mal, ist schon ein bisschen. Bisschen merkwürdig. Das hatten wir ja mal in einer Sonntagsfahrerfolge, da wo wir im Donnerpass waren. Der Schubbetrieb kann genutzt werden, um das Fahrzeug mühelos in Bewegung zu halten, ohne die Leistung anlegen zu müssen. Diese Methode eignet sich bei einer flachen Steigung hervorragend, um die Geschwindigkeitsbeschränkung einzuhalten. War das? Okay. Um diesen Güterzug sicher zum Halten zu bringen, wird nur wenig Bremskraft benötigt. Durch viel Übung und Erfahrung werden Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Kraft nötig ist. Annehmbar. Ich meine, noch 300 Meter, 300 Meter haben noch Platz. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieser Lokomotive durchgegangen. Das ist ja schön. Dadurch bekommen wir nochmal ein paar Punkte dazu. Eine Goldmedaille, das ist ja, ne, auch gar nicht mehr so verkehrt. Die BR-185.2 haben wir halt schon auf Level 4 aufgrund, der Möglichkeit, in diese auch auf dem Rhein, oh Gott, Rhein-Sieg-Nord-Route-Add-on fahren zu können. So, dann würde ich mal sagen, machen wir direkt gleich, nee, wiederholen nicht, machen wir weiter mit der BR-146.2. Willkommen in dieser Elektrolokomotive BR-146.2 in der verkehrsroten Lackierung der DB. In dieser kurzen Einführung werden wir über das Anfahren, Halten und das Operieren der Fahrgasttüren sprechen. Okay. Steigen Sie ein, damit wir anfangen können. Alles klar. Das kriegen wir doch hin. So. Die Batterie schaltet das Hauptpult ein und lässt sie damit interagieren. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß nur noch nicht ganz genau, woher. Diese Lokomotive bezieht mittels eines Kontaktarms, der auf dem Dach angebracht ist, ihren Strom über die elektrische Oberleitung. Damit das funktioniert, müssen wir den Stromabnehmer einrichten und dann anheben. Machen wir den auch auf automatisch. Stellen Sie Spitzensignale auf. Die sieht dann auf Spitzensignale. So. Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Was ein Wunder. Um die Lokomotive zum Laufen zu bringen, müssen Sie den Hauptschalter nutzen. Den Hauptschalter wieder auf neutral. Die Spitzensignale erfüllen einen wichtigen Zweck. Sie machen andere in der Nähe darauf aufmerksam, dass eine Lokomotive in Betrieb ist. Macht Sinn. Wir fahren. Dann machen wir noch auf reduziert. Aktivieren Sie jetzt den Stromabnehmer, damit er sich anhebt und mit der Oberleitung in Kontakt kommt. Alles klar. Die Lokomotive ist nun bereit, angetrieben zu werden. Dies wird über den Haupttrennschalter geregelt. Nutzen Sie den Hauptschalter, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, und entriegeln Sie dann die Türen. Scheint sicher zu sein. Okay. In
kriegen sie rechten. Hä? Habe ich doch. Hä? Ich bin. Ah, okay. Verriegeln. Ne, entriegeln. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, hier ist dann für rechts und wo ist denn für links? Auf der anderen Seite wahrscheinlich, oder? Ah, ne, Moment. Ah, okay, never mind. Das macht Sinn. Wir haben das jetzt für den rechten. So gesehen den Kreislauf umgeleitet auf die rechte Seite und müssen dann das Ganze nur hier. Ich verstehe. Das macht Sinn, dass man halt nicht alle Seiten nimmt. Jetzt dürfen wir das wahrscheinlich Das wieder. Zusteigen ist abgeschlossen. Verriegeln Sie die Türen. Okay, alle sperren und das macht auch Sinn. Und dann verriegeln. Wenn das Warum? Fahrzeug längere Zeit stillsteht oder Sie den Führerstand verlassen, wird die Parkbremse betätigt. Wir müssen sie erst lösen, bevor wir weiterfahren können. Warum dann erst hier verriegeln und dann hier verriegeln? Warum verriegelt man nicht erst da und dann da? Gut, hätte ich nicht aufstehen müssen. Aufgrund der Größe und des Gewichts dieses Zuges sollte etwas Traktion genutzt werden, um die anfängliche Reibung zu überwinden und zu verhindern, dass die Elektrosysteme überlastet werden. Kein Problem. Das kriegen wir hin. Jetzt, wo wir in Fahrt sind, können wir die Leistung erhöhen und uns darauf konzentrieren, die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen. Die ein bisschen höher ist. Der Schubbetrieb kann genutzt werden, um das Fahrzeug mühelos in Bewegung zu halten, ohne die Leistung anlegen zu müssen. Diese Methode eignet sich bei einer flachen Steigung hervorragend, um die Geschwindigkeitsbeschränkung einzuhalten. Schalten wir den Leistungsreglauf aus. Von hier ab ist es nicht mehr weit bis zu Ihrem nächsten Halt. Achten Sie deshalb darauf, den Zug unter Kontrolle zu halten und nicht zu schnell zu fahren. Das macht auch Sinn. Es wäre jetzt nur interessant, wo zu wissen, wo der nächste Halt ist. Sollte aber ja gleich hier sein. Schätze ich mal. Gut, das ist auch ein bisschen weiter entfernt. Das ist schon mal interessant. Schon mal gut zu wissen. Sind wir in der 60er-Zone. Dass man das gar nicht irgendwie. Dass man jetzt hier gar nicht den Haltepunkt hat. Ah, okay. Wir nähern uns Gmünden und werden bald ein wenig Bremskraft aufwenden müssen, um sanft zum Stehen zu kommen. Noch viel Zeit. Alles noch in Butter. Da kommen wir ganz gemütlich ran. Halten ist ja eher weniger das Problem. Wobei, manchmal natürlich schon, ne? Aber es ist halt schon anderes, andere Bremskurve als beim Güterzug jetzt. Auch diese Halteposition, die nervt schon wieder ein bisschen, aber die ist ja nur in den Tutorials so gegeben. Zum Glück.
So entspannt wie jetzt können wir in den Szenarien und so weiter eher weniger wahrscheinlich halten, da wir halt gar nicht die Zeit dafür haben und die Zeit uns nehmen können. Das ist ein Tutorial-Bonus. Entriegeln Sie erneut die Türen und gestatten Sie den Fahrgästen, so zuzusteigen. Rechts entriegeln und hier freischalten. Dann probieren wir es einfach mal so rum. Vielleicht funktioniert es ja auch. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieser Lokomotive durchgegangen. Das ist scheinbar irrelevant, in welcher Reihenfolge man das macht. Okay, wir werden einmal kurz drüber, echt. Okay. Das war das erste Mal, dass wir mit der BR-146.2 gefahren sind. Und somit haben wir sie und auch die Main-Spesserbahn auf Level 1 gebracht. Und eine Goldmedaille haben wir noch dazu bekommen. Willkommen in diesem DB-PB-ZFA-Steuerwagen in der verkehrsroten Lackierung der DB. In dieser kurzen Einführung werden wir über das Anfahren, Halten und das Operieren der Fahrgasttüren sprechen. Steigen Sie ein, damit wir anfangen können. Die Batterie schaltet das Hauptpult ein und lässt sie damit interagieren. Es ist wichtig, die korrekte Beleuchtungskonfiguration zu nutzen, wenn der Zug in Betrieb ist. Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Dann setzen wir uns auch mal hin. Der Bremsschlüssel bestätigt, dass der Zug von diesem Steuerwagen aus gesteuert wird. Aha. Um den Zug zum Laufen zu bringen, müssen Sie den Richtungswender nutzen. An die Info konnte ich mich auch nicht mehr erinnern. Vorwärts, okay, doch vorwärts, okay. Aktivieren Sie jetzt den Stromabnehmer, damit er sich anhebt und mit der Oberleitung in Kontakt kommt. Die Lokomotive ist nun bereit, angetrieben zu werden. Dies wird über den Haupttrennschalter geregelt. Die Spitzensignale erfüllen einen wichtigen Zweck. Sie machen andere in der Nähe darauf aufmerksam, dass ein Zug in Betrieb ist. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, und entriegeln Sie dann die Türen. Nein, das war die falsche Richtung. Hä? Na, okay, dann machen wir es halt nicht so, sondern machen wir es halt so. Wobei, eigentlich hätten wir schon einfach öffnen können, also. Gucken brauchen wir gar nicht. Interessant. Das Zusteigen ist abgeschlossen. Verriegeln Sie die Tür. Das ging aber fix. Die Zugbremse wird für den normalen Streckenbetrieb genutzt. Das ging aber richtig fix. Aufgrund der Größe und des Gewichts dieses Zuges sollte etwas Traktion genutzt werden, um die anfängliche Reibung zu überwinden und zu verhindern, dass die Elektrosysteme überlastet werden. Wir rollen ja sowieso schon, also. Großen Unterschied machst du nun auch wieder nicht.
Jetzt, wo wir in Fahrt sind, können wir die Leistung erhöhen und uns darauf konzentrieren, die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen. Na, okay. Dann machen wir das doch mal. Der Schubbetrieb kann genutzt werden, um das Fahrzeug mühelos in Bewegung zu halten, ohne die Leistung anlegen zu müssen. Diese Methode eignet sich bei einer flachen Steigung hervorragend, um die Geschwindigkeitsbeschränkung einzuhalten. Wir müssen doch bestimmt gleich eh wieder JWD halten. Von hier ab ist es nicht mehr weit bis zu Ihrem nächsten Halt. Achten Sie deshalb darauf, den Zug unter Kontrolle zu halten und nicht zu schnell zu fahren. Wir werden ja mal schon eh wieder über irgendeinen Spot fahren, worauf wir dann halt deswegen wird dann halt wieder das Ding haben, dass wir wer ist das noch gleich? Mir fehlt gerade das Wort, weswegen wir dann ich hab's vergessen. Worauf ich hinaus wollte sogar. Das, wie wir sehen, derselbe Spot wie gerade eben auch. Wir nähern uns Gmünden und werden bald ein wenig Bremskraft aufwenden müssen, um sanft zum Stehen zu kommen. Das ist das, dass wir wieder über einen bestimmten Punkt fahren werden, um dann halt den Endpunkt so gesehen sehen zu können. So wie wir das halt wieder sehen. Und wir sehen, dass es derselbe Halt ist. Ist es derselbe Haltepunkt, meine Güte. Diesmal sogar mit 40, okay. Wobei, nee, 40 Dave. Also das 40er Limit, das erreichen wir sowieso nicht, also von daher. Mal gucken. Ich glaube, wenn wir so weite bremsen, dann kommen wir eigentlich ganz gut zum Stehen. Dann müssen wir noch mal ein bisschen mehr in die Eisen gehen, aber das war es dann auch. Wunderbar. Okay, fast. Entriegeln Sie erneut die Türen und gestatten Sie den Fahrgästen, so zuzusteigen. Das war jetzt doch etwas. Waren zwei Punkte weniger vom Max entfernt. Aber die Gottmörder wird es trotzdem geben. Da bin ich mir sicher. Ist aber auch schön, dass es auch bei dieser Strecke das Medaillenprinzip gibt. Das fehlt noch ein bisschen bei Rapid Transit beispielsweise. Meiner Meinung nach. Schließen. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieses Steuerwagens durchgegangen. Was habe ich jetzt für eine Nachricht bei Discord? MSB, no triumph, ja, Triumph. So, ja, ne, hier meine Spezialbahn auf Level 2 gebracht. Mit der DBPB ZFA sind wir schon mal gefahren. Auf der Rosig Nord, deswegen haben wir doch schon den 5. Goldmedaille haben wir auch. Und ja,
Ich würde mal sagen, es geht dann das nächste Mal an das an den Sonntags, genau. Wieso habe ich nochmal Sonntags gelesen? An den Samstagsschaltkreis. Das allerdings dann in der nächsten Folge oder im nächsten Video hier von der Main Spessart Bahn. Meine Fresse. Ja. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder hier auf dem Kanal von Trains in World oder einem weiteren Video. Macht's gut!